Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und heute seht ihr den zweiten Teil von meinem Nature Journal Cover bzw. Garden Journal Cover. So soll das auf jeden Fall werden. Ich habe hier ein schönes Band gefunden für den Verschluss. Ich habe mir auch gerade überlegt, wie ich den Verschluss gerne machen möchte. Und zwar, ja, ich habe nur dieses Stück Band von dieser Sorte. Ich finde es aber so schön, ich möchte es gerne hier verarbeiten. Und ich werde hier so ein, wie ist denn das, Hakenverschluss dran machen. Ich habe auch überlegt, dass ich den wahrscheinlich irgendwie mit einer Schleife oder sowas machen werde. Ich weiß noch nicht ganz genau wie. Ich werde es aber irgendwie hinkriegen. Auf jeden Fall werde ich das heute vorbereiten, dass ich das hier irgendwann einbauen kann. Einbauen werde ich es erst später, allerdings werde ich die Löcher und alles schon machen, damit ich die auch entsprechend versiegeln kann. So, dann nehme ich euch jetzt mit. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann habt ihr die wunderbare Gelegenheit, das jetzt zu tun. Ich habe hier leider irgendwie meinen Kram so ein bisschen... Ja, egal. Wenn ihr verpeilte Videos sehen wollt, dann könnt ihr das hier tun. Ja, was wollte ich sagen? Ich wollte euch sagen, ihr könnt meinen Kanal gerne abonnieren. Ich werde jetzt wieder regelmäßig Videos rausbringen. Ich bin wieder fit. Und habe auch schon wieder 1001 neue Idee, was ich alles so machen möchte. So, Buchecken habe ich mir bereitgelegt, den Hakenverschluss habe ich bereitgelegt, ein Lesezeichen für den Dingeldangel habe ich bereitgelegt. Das kommt aber erst später. Jetzt möchte ich erstmal den Verschluss vorbereiten. Ach so, was ich eigentlich noch haben wollte, ist ein Labelhalter, den ich jetzt bei dem ganzen Verschlussgesuche völlig vergessen habe. Egal. So, ich peile mir jetzt hier erstmal die Mitte und möchte das Loch auf jeden Fall, möchte ich das Loch einen Zentimeter vom Rand weg haben. Mindestens mal, dass das auch wirklich funktioniert. So, 11, 11, ja, das, mein Buchcover ist genau 22. Das heißt, meine Mitte ist hier. Kannst du mal schreiben, danke sehr. Ja, möglicherweise mache ich mir da irgendwie dann ein Plättchen oder sowas hinter, dass ich den Verschluss vernünftig setzen kann. Ich bin noch so ein bisschen unentschlossen. Auf jeden Fall habe ich erstmal die Mitte angepeilt. So, was heißt angepeilt? Also hier, also wenn ich vorne und hinten jeweils ein Loch reinmache, um so einen Hakenverschluss zu setzen, dann mache ich das tatsächlich so, dass ich mir die Mitte auch wirklich ausmesse. Weil sonst, ja, das sieht einfach komisch aus, wenn er dann wirklich schief an der Buchseite hängt. So, ich habe hier eine wunderbare, sehr starke Lochzange. Diese Zange ist ein Traum. Ich werde es jetzt allerdings so machen, dass ich von außen nach innen steche. Das heißt, ich werde, hätte mir eigentlich außen anzeichnen müssen. Jetzt fallen mir die ganzen Plättchen raus, das ist auch lustig. Naja, ich mache es einfach so. Nein, ich mache es nicht so. Ich zeichne es mir nochmal an. Wenn man die Sachen nicht richtig macht, dann werden sie auch nicht richtig. Das kann man sich ja irgendwie ausrechnen. So. Warum mache ich das jetzt von außen? Kann man sich ja denken, ja, ich hätte es auch von innen stechen können, ist doch scheißegal. Nee, ich finde einfach, dass wenn das Loch auf der Seite, wo die Zange reinsticht, klappt es nach innen. Und das möchte ich eigentlich hier auf der Außenseite haben und nicht auf der Innenseite. So. Deswegen ist es doch mir wichtig, von welcher Seite ich wo reinsteche. Ihr seht, wenn ich das jetzt hier ansetze, wurschtel, wurschtel, dann werde ich hier das eindrücken. Über eine scharfe Lochzange. Sprach sie und kam nicht durch.
Da war ich ein bisschen zu zart unterwegs. Also Leute, heute ist dran. Schluss vorbereiten. Buchecken. Mordpotsch. Wie geht's weiter? Es geht weiter mit den Seiten, also mit den Signaturen, die aktuell gerade im Tee baden. Das heißt, das nächste Video wird einen kleinen Moment auf sich warten lassen, damit sie einfach in Ruhe aus dem Tee wieder aussteigen können. So, ich nehme jetzt hier so zwei Gunmetal-Ösen, oder habe ich hier noch Antikfarben? Es gibt hier nämlich in verschiedenen Farben. Irgendwie wäre es schon cool, die gleiche zu nehmen. So, da ist es eine andere Farbe als die hier. Eigentlich möchte ich diese Farbe haben, wenn ich davon noch eine zweite finde. Ich glaube, da habe ich jetzt nicht so Glück, dass ich davon noch eine zweite habe. Ich glaube, die habe ich verbraucht. Die kann man halt auch nicht wild mischen. Hier Wear Memory Keepers Ösen, die sehen doch ein bisschen anders und hochwertiger aus als ihre Freunde der günstigen Sorte. So, das ist ein Herz. Ne, ein Herz will ich jetzt nicht da reinpacken. Das passt stilmäßig jetzt mal so gar nicht. Tja, da muss ich wohl Gunmetal nehmen. Aber auch da. Tja, ihr Lieben, da ist mir mittendrin die Kamera abgeschüsselt. Akku leer, kein Aufnehmen mehr. Ich habe weitergemacht und euch dabei wirklich herzhaft einen vom Pferd erzählt. Nein, ich habe tatsächlich ziemlich lange noch weitergeredet und weitergebastelt. Deswegen zeige ich euch jetzt erstmal das Zwischenergebnis oder das Ergebnis meines Covers. Ich habe ja mit Mod Podge Antique Matt das Cover eingestrichen, inklusive allen Teilen, die hier von dem fragilen alten Buch übrig sind, weil es hat so ein bisschen angefangen zu bröseln. Das habe ich damit gestoppt. Dann habe ich Buchecken aufgesetzt, einen Labelhalter aufgesetzt, Ösen für Bänder gestochen. Hier werde ich wahrscheinlich die Bänder noch mal ein bisschen ankokeln, dass sie zu bleiben. Das muss ich noch tun. Ich habe dieses schöne Rosenband gefunden. Das passt meiner Meinung nach perfekt. So, das Cover, ja genau hier. Also den Buchnamen habe ich erfolgreich verdeckt. Und auch innen kam mir dann die Idee mit den Resten hier noch ein bisschen zu handeln. Ich bin allerdings am Überlegen, ob ich hier nochmal rübergehe. Ein paar Sachen sind noch hell geblieben. Nicht so, obwohl eigentlich, ne, da ist auch was drüber. Ja. So, hier haben wir auch noch eine helle Stelle. Also es kann gut sein, dass ich hier tatsächlich nochmal mit dem Antique-Code rübergehe. Und wie ihr seht, habe ich auch den kleinen Aufkleber hier gefixt, den ich ja von hier rüber transferiert habe. Ihr wisst ja, ich will hier an der Stelle mein, ja, Buch, also meine Signaturen einkleben. Und dann wird das hier überklebt. Und das fände ich total schade, weil ich diesen Aufkleber voll süß finde hier. Das ist Östermalms Buchbinderie aus Stockholm. Und genauso ist das hier. Der kleine, der ist noch an Originalstelle. Und das ist A. Boll, C.E. Fritzens Hofbuchhandel. Jetzt möchte Bonnie gerne rein. Und die werde ich gleich reinlassen. So, mit diesen Worten verabschiede ich euch erstmal für bis zum nächsten Teil. Noch trocknen die Signaturblätter. Die habe ich aus dem Wasser geholt und die trocknen jetzt gemütlich vor sich hin. Ich denke mal, dass ich morgen hier dran weitermachen kann. Dann habe ich die nämlich auch gebügelt und werde hier mit den Signaturen weitermachen. Dann nehme ich euch wieder mit. Ich achte auch darauf, dass der Akku dann gerne mitmacht und hält. So, das erstmal für den Moment. Genau, und dann kommt auch der Inhalt für den Labelhalter. Freut ihr schon mal auf den nächsten Teil? Nehme ich euch wieder komplett mit. So, danke für eure Geduld
Und ich sag mal, bis demnächst in diesem Kino.